So, nächster Kämpfer. 5. Funktioniert. Wieder die Frage über Fragen. Wen nehmen wir? Wer wird es wohl sein? Aha. Na, erst jetzt ist jeder auf Stufe 1. Da ist das geil. Super. Jetzt kann ich dann noch wenigstens auch so ein bisschen ungefähr herausschnuppern, wen wir schon genommen haben und wen nicht. Das ist. Oh, das finde ich super. Richtig nice. Ja, dann hätte ich gesagt, den Robin. Wieso nicht? Wieso nicht? Okay, gegen Catwoman kann es ein bisschen problematisch werden. Harley vielleicht auch. Green Arrow könnte. Kann was werden, aber bei den anderen zwei, das sollte nicht so ein großes Problem werden. Weil das Problem ist, er braucht ein bisschen beim Kämpfen. Wut erfüllt dich, Damian Wayne. Das hätte ich dir auch sagen können. Los. Diese Sprüche von ihm sind super. Aber beim dauern immer die Angriffe ein bisschen. Und ja, man hat es jetzt eh gerade gesehen. Die brauchen immer ein bisschen. Und wenn der jetzt ein ganzer schneller Charakter ist, dann ist das schon ein bisschen. Puh, dann werden wir gefickt. Da, zack, zack, zack. Oh, schade. Ich wollte so ein Rauchangriffsmanöver starten. Böse Mizi. Alter, böse Mizi-Katze. Das darf jetzt aber wohl nicht sein. Man hat auch ganz kurz gesehen, dass schon die Felder freigeräumt worden sind. Der hat auch noch für den nächsten DLC-Charakter. Ja, mal klären mal, wie ich das gesehen habe, das um 40 Euro dann gekauft gehabt, wo es dann so ein paar Sachen extra kriegt, Skins und so alles drum und dran. Aber auch wiederum für die Kämpfer. Und man kriegt dann, gebe ich, auch einen schnellen Zugriff zum Red Hood. Und der Red Hood ist einfach mein Lieblingscharakter. Deshalb, wieso nicht? Oh. Aber die Musik hat jetzt gerade so gut zugepasst. Da musste mich einfach ein bisschen brutaler erledigen. Aber wir wollten natürlich unbedingt sich decken. Nicht mehr gehen. Schade aber auch. VS372. Alles klar. Coole Namen. Für Cyborg. Okay, aha, die hat so mehr, ein bisschen mehr Fähigkeiten. Okay, Verteidigung war aber auch klar, dass. Modifikation. Da bin ich aber gespannt, wer das hat. So, wer. Sie oder. Ja. Wie elegant. Mit wem steckst du unter einer Decke? Metaphorisch, meinst du? Ja, klar. Boah. Oho, wir haben die. Ja, dafür müssten wir sie aber auch mal treffen und so alles drum und dran. Und. Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, der hätte uns locker angreifen können. Oho. Ja, lauf, Bursche, lauf. Lauf weg von dir. Ist besser gesagt. Ah, Beinchenschlag vom Feinsten. Na, immerhin schwingen wir uns da die ganze Zeit. Nee, weicht einfach aus, die Bitch. Nee, das geht aber nicht. So eine Bitch. So. Oh, ich mag das nicht, wenn die dann immer schnell vorbeihupfen. Hoho. Schön eingefahren, schön Meier gemacht. Perfekt. Ja, dafür kriegen wir das Doppelte zurück. Oder auch nicht. Mann. Okay, passt. Ich wollte irgendwie, dass der da irgendwie was macht mit dem. Aber okay, ja, man kann es auch mal einfach runterverlassen. Wieso nicht? Na warte. Ja, jetzt weich schon wieder mal aus. Hast du eh recht. Na warte. Abwarten. Und jetzt. Fick dich. Fick einfach dich. So, jetzt kriegst du es einmal mit den Battle Rings und so. Nee, genau, bei kritisch. Ich erwürg dich mit der Peitsche. Fix, ja, da. Oh, shit. Und so viel wieder zurückkriegt. Ah, Wahnsinn. Aber wir kriegen sie. Na, wart. Das kannst du ja nicht bringen. Erst, das gibt's ja nicht. Komm, stirb. Alter, wenn wir jetzt verlieren, Bro. Du bist einer meiner Lieblingscharaktere. Egal, ob du jetzt Team oder. Die anderen, Tom oder so. Team Tom. Team Drake und so alles drum und dran. Ist mir egal. Hauptsache,
Du schaust so aus mit deiner Kapuze, mit deinem Schwien und so, da mal dran. Okay, ja, in dem Fall ist es halt dann Damien, der was halt nur das Schwert hat. Das ist halt natürlich. Aber wiederum der Tim Trey. Der hat wiederum den Stab. Jason Todd hat die Pistole und ist halt davor draufgegangen. Und der ist halt zum Red Hood geworden. Einer meiner Lieblingscharaktere und einer meiner Lieblingscomics, was ich je gelesen habe. Red Hood und die Outlanders. Wirklich so super Comic. Ja, jetzt sind wir ein bisschen. Naja. Oh. Oho, schön eingefahren. Jetzt das Begeln kennen, wenn es wüsst. Und zack, zack, zack. Erst. Yes! Wunderschön eigentlich immer getroffen. Also mit dem Einfrieren nur müssen wir halt natürlich ein bisschen schauen, dass wir auch eine Kombi und so viel Schaden machen können. Weil sonst sind wir da noch mehr. Jedes. Erst was gibt's denn, Alter? Oh, jetzt. Genau doppelt. Sie hat so genau vorher gesehen. Ich habe so das Gefühl, gegen Harley müssen wir dann nochmal kämpfen. Die ist so eine Kandidatin, die macht uns da mehr. Ernsthaft. Nee, ja. Nee. Fick dich, Alter, mit den Jazz. Nee. Ich will jetzt mal dich Meier kriegen. So. Einmal. Zack. Der hat sie die ganze Zeit gefistet und so. Zack. Ach, komm. Komm schon. Du hast den Battle Ring schon gerochen, gell? Okay, ja, jetzt treffen wir sich gegenseitig nicht mehr, aber na gut, passt. Hauptsache ich triff dann irgendwann mal wieder. Und. Wehe dir! Wehe dir! Und zack, 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 zack! Haha! Kabüm! Wetten Sie, fickt uns jetzt noch heftigst? Könnte passieren. Ja, was ich mir jetzt gerade Sorgen mache. Au. Da war schon die Verlockung groß. Und sie hätte es schaffen können. Sagen wir so. Da tue ich mit der ganzen Leiste und so alles drum und dran. Swamp Thing sollte nicht so ein allzu großes Problem sein, außer er macht nice Attacken, Kombos eher gesagt. Dann sind wir gefliegt. Okay, also ich habe nicht gewusst, dass wir gegen einen Reh kämpfen, aber alles klar, nice. Oh, also das Ärmchen, das sollte es gleich mal daheim lassen wieder. Oder dem Baumstamm, besser gesagt. Und ja, wie war es nochmal mit den Kombos? Oh, yes. Na, warte. Haha. So. Nicht schlecht. Kann man eigentlich wunderschön die Kombi eigentlich weiterführen. Motherfucker, stirb jetzt mal. So, einmal kreisen, nur für eine Fälle. Oh, yes. Na, warte. Und zack. Oh, das ist so knapp. Autsch. Ja, nimmt gleich aus wieder seine Patchen wie die Catwoman. Jetzt hast du eh recht. Oh, fuck. Na, warte. Du Bro, du solltest dich mal kurz vielleicht anschauen lassen. Da waren ein paar Stacheln dabei, also wer weiß, was da für Gift dabei ist und so alles drum und dran. Ernsthaft. Alter! So, aber jetzt. Oh, nee. Superman und ich sehen das anders. Ich sehe es ja auch komplett anders. Mach ich mal, ja. Das könnte knapp werden. Das könnte wunderschön knapp werden. Oh, fuck! Scheiß Spezialattacke. Zack, zack, zack. Habe wie immer auch ein bisschen was drauf. Oh. Ui. Robin gewinnt. Gewonnen. Und weg ist er. Tja, mit Geld hast du es nicht wirklich, also. Das ist, glaube ich, scheißegal mit dem Geld, weil so oft wie der sein Schwert da liegen lässt, vielleicht kann er es auch so telepathisch oder sonst irgendwie so teleportieren lassen, aber so mit dem Geld, der merkt sich das, also der verpasst das eigentlich so wie nix, also da bin ich, no. Der, ich glaube, der produziert eine fette Rechnung. Ich habe schon andere Kaliber besiegt. Du wirst verblüfft sein. Los.
Das könnte ein bisschen hart werden. Weil er ist ein bisschen schnell und kann lange Kombos machen. Dafür sind die Attacken jetzt nicht gerade so besonders. Die Attacken sind jetzt nicht gerade so besonders, aber wenn er mal eine Kombi macht, dann... Puh. Ja, so soll ich mir doch den Nimdem oder so. Na schade. So, vielleicht geht's jetzt. No, Nimdem leider nicht. Ah, dann dürfen wir nicht jetzt die ganze Zeit aspirieren. Denk, denk, denk. Mal aufgeschnitten. Das Brötchen. Na, aber immerhin ist er grün. Das ist wenigstens etwas Positives. Hauptsache, er ist mal grün. Ja, wie würden Sie ihn kennen oder grüßen und sonst irgendwie wollen? Also, ja, ja. Spricht nur als dir, Bro. Nur als dir. Oh, schön. Gut gemacht, gut gemacht. Und aufgeschlitzt. Tja, ich glaube, wir machen mal währenddessen mal einen Kaffee. Achso, oh, das war schon wieder. Passt. Und wieder weiter. Oh, fuck. Und jetzt ist nicht der Ernst jetzt, oder? Jetzt legst du es wieder auf, oder wie? Oder was? Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt legt das richtig los, oder? Und wieder ein bisschen Geld ausgeben. Fürs nächste Schwert. Und sagen wir mal, hier haben wir alle drei, dann haben wir sicher ein paar gute Lootboxen wieder am Start. Und wie? Und irgendwas. Oh, super passt. Oh, 7000, das war nicht mal so schlecht. Also, oh mein. Gut. Dann machen wir mal alles. Ach, genau. Vielleicht kriegen wir noch was extra noch was fern. No, der Tag sagt, gibt es ein neues Röckchen. Ach, no. Thanks, hey. Das Ärmchen war bei uns Scarecrow. Aber nichts von Robin. Okay, sind aber nicht so schlimm, wenn wir jetzt nichts von Robin kriegen. Andererseits schon, andererseits auch nicht. Weil. Wir sowieso was haben. Aha, der kriegt sogar extra Tentakel-Ärmchen. Verschiedene. Okay, vielleicht sind sie dann anders designt oder schon ein bisschen mehr so. Also wie vom Dog. Wir haben Robin gehabt. Schauen wir mal, da haben wir Robin 5 Stück. Uiuiuiui. Sensei. Und Kampfrüstung des Assassinen. Normal. Euer fucking Ernst. Ist die Tasche einfach weg. Passt, wow. Durch die Tasche haben wir mehr Verteidigung. Ja, sehr realistisch. Oh, das ist ja doch mal schön. Jetzt sehen wir. Nehmen sieht man diesmal einen Unterschied. Super. Und an der Klinge. Nice. Nice, 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 das ist nice. Zum des Dämon, was haben wir denn da? Boah, ist jetzt. Schaut cool aus, das schaut ja so ein bisschen vampirmäßig aus, habe ich so das Gefühl, dadurch. Alles klar, na gut, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Kämpfer und